Einen wunderschönen guten Tag, meine verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge vom großen Red Dead Redemption 2 Let's Play hier auf diesem YouTube-Kanal. In der letzten Folge. In der letzten Folge haben wir mit Lenny die Limoin-Räuber überfallen und denen ihre Waffenlieferung weggenommen. Was, glaube ich, sich im Großen und Ganzen finanziell sehr gut ausspielen wird. Der ist ja hier, der. Lass mich mal runter. Du bist ja hier mit deiner wilden Frisur. Haben wir irgendwo ein Stable in der Nähe? Ich hatte eigentlich schon Dutch als nächstes markiert. Weil ich dachte, da könnten wir dann mal eben kurz... Haben wir irgendwo noch... Wieso ist denn kein Pferdestall mitten in der Stadt? Das ist ja auch dumm irgendwie. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Was ist das? Ein Hehler, ne? Ja. Wir reiten einmal kurz hoch zur quasi fast zur Emerald Ranch, um einmal kurz das Pferd an den Mann zu bringen. Beziehungsweise das einzustallen. Was auch immer, wie es auch immer sich das abspielen wird. Zumindest um es abzugeben. Keine Ahnung warum, was da jetzt passiert ist. Wahrscheinlich auf ein Tier draufgetreten. Und direkt im Anschluss werden wir nach Rhodes reiten. Um zu gucken, was. Hallo! Das sorgt nicht für gute Chemie zwischen mir und dem Pferd. Und direkt danach werden wir nach Rhodes reiten, um zu gucken, was bei Dutch abgeht, was der von uns möchte. Weil der sitzt da schon eine ganze Weile in diesem kleinen Shithole und wartet darauf, dass der gute alte Arthur mal vorbeikommt. Ich hoffe, das wird nicht so eine Wiederholung von dem Treffen, was in Valentine passieren sollte, weil da haben wir uns eigentlich auch entspannt in der Bar getroffen, wollten eigentlich ein bisschen Shit-Talken, einfach nur José, ich und Dutch. Und dann sind aber die Pinkertons gekommen und haben uns absolut hops genommen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht wieder, obwohl ich mir es fast vorstellen kann, dass irgendwie sowas die Natur dieses Treffens sein wird. Nichtsdestotrotz, bevor wir irgendwas machen, rufen wir erstmal unser Pony. Deine Pferde sind aus der Hörweite, stimmt doch gar nicht. Aber egal, gleich im Stable kann ich da bestimmt drauf zugreifen. Ich auch jedes Mal, wenn ich jetzt eine Brücke sehe, denke ich an diese eine Folge, wo wir diesen halben Kadaver eines Menschen von der Brücke haben hängen sehen. Ohne diesen Fall richtig aufgeklärt zu haben. Ich habe dann nachher im Rewatch gesehen, dass es da noch eine Spur gab, die ich nicht entlang gelaufen bin, weil ich die, während ich das gespielt habe, nicht gesehen habe. Was mich im Nachhinein wirklich sehr ärgert, weil es einfach super... Also angenommen, da gab es jetzt eine Spur, die irgendwo hingeführt hätte, die ein bisschen Informationen dazu gegeben hätte, was da überhaupt passiert ist. Ja, vielleicht irgendwie so auf Sherlock Holmes Basis, dass man da irgendwie so einen Mordfall aufklärt. Da hätte ich übelst Bock drauf gehabt, aber habe ich leider übersehen. Das aber trotzdem, dennoch gucke ich jedes Mal, wenn ich so eine Brücke sehe, ob das vielleicht die Brücke war, in der Hoffnung, dass ich... Sind wir schon mal bisschen... Ach nee, das ist... nee, das ist die Ranch. Die Emerald Ranch ist das, glaube ich. Ja. Haben die auch auf der Emerald Ranch unsere... Ex-Freunde? Der ist doch der Stable schon. Okay, der ist auf der Emerald Ranch. Ab in den Stable. Gucken, ob das Pony irgendwas wert ist. Hoffentlich. Hello there. That horse doing all right? If you want me to keep that overnight, there's room in the stable. Ja, stall mal das Ding. Rossboss ist draußen. Well, I can't give you full price on account of that might be stolen. Junge, die sind ja auch alle nichts wert, Alter. Was bist du denn für ein Pony, Digga? Hä? Du siehst aber auch ganz chillig aus. Aber ich muss irgendwie zugeben, ich habe eine Verbindung zum Rossboss aufgebaut. Und ich hoffe, dass Rossboss auch eine Verbindung zu mir. Was heißen würde, was das jetzt kommt? Oh nee. Was machen wir denn jetzt? Good evening, Mister. Good day, Sir. Ich sag euch, was wir jetzt machen. Wie jeder echte Cowboy das machen würde, der nächste Typ, der uns mit dem Pferd entgegenreitet, den schießen wir einfach vom Dings runter. Bis dann laufen wir. Zwischendurch pfeifen wir. Ach, come on, das kann doch nicht sein. Das muss das Spiel doch raffen, dass ich die anderen jetzt alle in den Stall gepackt habe. Da muss doch das Rossboss mal rauskommen. So weit sind wir doch auch gar nicht weg. Come on. Pass auf, wir machen mal kurz ein Camp auf. Wir haben sowieso unser Dead Eye ist ganz schön im Eimer. Vielleicht spawnt dann das Rossboss auch mit uns. Und dann können wir auch direkt am nächsten Morgen weitermachen. Da reiten wir halt zum Sonnenaufgang. Beziehungsweise mit der aufgegangenen Sonne schon in Rhodes rein. Anstatt, dass wir wieder irgend so eine Nacht- und Nebelaktion machen. Wir machen mal kurz einen kleinen Blitzschlaf. 4 Stunden ist gut. Hilft auch für die Augenringe. Hält uns schön, hält uns jung. Wir sehen uns gleich wieder. Ah,
Guten Morgen. Ey, ist ja immer noch dunkel. Habe ich gemacht, dass ich bei Nacht aufstehen möchte? Nee, ich wollte beim Morgen aufstehen. Ich bin auch blöd. Wir machen nochmal ein kleines Schläfchen. Jetzt haben wir wahrscheinlich gerade Mitternacht oder was. Und jetzt schlafen wir genau. Jetzt schlafen wir nochmal bis 6 Uhr morgen früh. Um dann absolut reinzustarten, Freunde. Wir reiten jetzt nach Rhodes. Get fucked, bro. Ey, ich schwöre, ich klaue das erste Pferd, das ich sehe. Außer das gehört dem Papst. Den Papst soll man nicht beklauen. Was ist das denn für eine dicke Bude hier? Nee, das ist die Emerald Ranch, oder? Hatten wir hier nicht unser Date mit unserer Ex-Freundin? War das hier? Oh. Kann sein. Nee, hier, oh. Hier haben wir. Oh, aber jetzt, wo wir gerade hier sind, wir wollten auch sowieso nochmal nachgucken. Wenn man ein bisschen später wiederkommt. Ah, fuck, okay. Das Spiel hat das zugemacht. Clever gelöst. Auf Anordnung des Richters Meredith Houghton und der Gerichtsbarkeit des Staates Limoyne wird dieser Grundbesitz einschließlich aller darauf befindlichen Güter zwangsenteignet und der Bank von Rhodes übereignet. Naja, gut. Da stand allerdings gerade 1895. Ich dachte, wir hätten 1899. Aber okay. Da vorne ist ein Lager. Da ist irgendjemand, den wir hops nehmen können. Wenn nicht sogar ein paar Leute mehr. Bewaffnet sind wir nur mit unseren Knarren. Aber unser Dead Eye ist voll, deswegen kann da auch nicht viel passieren. Hallo, nicht in den Busch reinrennen, Arthur. Come on, boy. Da ist die Rauchschwade. Wir behalten uns natürlich bedeckt, wir sind natürlich clever, ne? Wir gucken auch direkt mal von hier aus der Distanz. Womit haben wir es jetzt zu tun? Mit einem einsamen Dude und seinem Pferd. Ich weiß schon, wem das Pferd gleich gehört. Nicht, dass ich stolz drauf wäre, aber... Ihr könnt sehen, es steht da oben in der Ecke. Ich kann nichts dafür. Mein Pferd ist gerade einfach not available. Dementsprechend bin ich einfach quasi gezwungen. Boah, ich muss auch meine Knarren mal sauber machen. Wir machen erst die Knarre sauber. Warte. Boah, die sieht aber echt kacke aus. Um Gottes Willen sieht die scheiße aus. Kriegst du die überhaupt sauber? Ja, das sieht schon wieder besser aus. Das sieht schon wieder viel besser aus. Hm, ja, gut. Können wir mit der anderen auch dreckbar machen, wenn wir schon dabei sind. Die müssen alle mal gepflegt werden, meine Waffen, so wie das aussieht, wa? Aber Waffenöl haben wir aber auch mehr als genug am Start, da passiert nichts. Zack, da wird kurz sogar weggeputzt. Easy, jetzt sehen die auch wieder fresh und clean aus, so wie ich mir es vorstelle. Pack trotzdem erstmal weg. Erstmal gucken, wie der Bruder da oben drauf ist. Wenn der super chillig ist, weiß ich noch nicht, wie wir es dann in Hand haben. Guck mal, hier hat einer was Kleines gebaut. Schön. Nein, nicht auch nicht dich kaputt treten lassen. Aufsteigen sollst du auf das Pferd. Jetzt hebt er den Typen auf. Oh, das hat ja wieder gar nicht geklappt, Bro. Das hat ja wieder gar nicht geklappt, aber uns ist das Pferd noch. Alles gut. Ich hoffe, das rennt jetzt nicht weg, wenn wir dem näher kommen. Weil es irgendwelche posttraumatischen Erinnerungssyndrome vorweisen würde. Alles gut, mein Pony. Und wieder beim Aufspringen das Ding um die Schnauze umgezogen. Zack, jetzt haben wir uns das Pferd klar gemacht. Easy, ab nach Rose, Freunde. Jetzt geht's auch schneller. Das Pferd und ich vertragen uns direkt von vornherein gut. Kriegt direkt noch einen Haferkeks von mir. Wir reiten hier rechts vom Fluss entlang. Oh, da unten schillt einer. Gucken, ob der was für uns hat. Ob der uns was erzählen möchte. Ja, möchte er. Oh nein, da ist was passiert. Lily. Hey, Mister. I just want to be left alone, all right? Vielleicht können wir ein bisschen zuhören, was los ist. Oh, er fletscht ein bisschen Steine. Strutting around. Nose in the air. Holding hands with that dog. Oh, das ist eine Heartbroken. Look, head. Roter Baum? Okay. You wait, Lily May. Well, someday I'll show you.
Wir gucken mal, was los ist. Vielleicht können wir dir mehr helfen. Rich. A nice big house. Mhm. Der Bruder wurde verletzt. Come on, Mister. This here's my patch. I'm using it. Ich will einfach nur mit dir talken. You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah? I've been waiting. Sie sieht aus wie fucking Ron Weasley, Alter. Ja, gut. He'll be begging me to court you. Hör auf rumzuheulen, dann reiß dich zusammen, Junge. Ach komm. Lily May. So schön kann Lily May auch nicht sein. Das geht gar nicht. Trust me, kid. There ain't so many good men out there. Make yourself one of the good ones. Schöne Weisheit. Es gibt nicht so viele gute Männer. Thanks, Mister. I hope you're right. Of course. Wenn einer was von Liebe versteht, dann Arthur fucking Morgan. Okay, dem Bruder haben wir das Leben gerettet. Der hätte sich sonst einfach zu Tode gefletscht mit den Steinen. Oh, nicht schon wieder aufs Maul legen mit einem neuen Pferd. So, ich schneide mal kurz den Weg ab. Just because we can. Oh, wieder eine gute Tat getan. Ein Pferd geklaut und einen Typen umgebracht. Aber der war auch nicht höflich zu uns. Sonst hätten wir anders entschieden unter Umständen. Was machst du denn da? Hängst du mit deinem Bullen rum? Okay, there. Good morning. Er ringt einfach mit seinem Stier hier rum. Ja, ich reite ja schon weiter, dummer Stier. Um das Pferd hat er sich nicht gut drum gekümmert. Ganz schön dreckig. Das muss sauber gemacht werden, hat das Spiel gerade gesagt. Werden wir aber nicht tun. Wir werden das Pferd jetzt eine Zeit lang gebrauchen und dann werden wir es einfach irgendwo verrotten lassen. Dutch hat der Bandner angeboten. Keine Waffen. Easy, perfekt, kann ich nicht mehr auswählen. Das trifft sich ganz hervorragend. Ich hatte das auch nicht vor, um ehrlich zu sein. Aber ich bin gespannt, was Dutch hier macht. Herzlich willkommen in Rhodes, meine Damen und Herren. Mal von einer ganz anderen Seite bereiten wir hier ran heute. Ich hoffe, Dutch ist in der Kneipe, beziehungsweise im Saloon. Da war ich nämlich noch nicht. Ah, der Saloon ist da vorne und Dutch ist hier. Naja, vielleicht ist Dutch dann auch bei einfach im Victoria's Secret Shop. Maybe. Da steht auf jeden Fall Dutchs Pferd und das Pferd von Bill. Ich glaube, es ist das Pferd von Bill. Es muss eigentlich das Pferd von Bill sein. Keiner hat sonst so ein riesiges Pony. Oh nee, gar keinen Bock auf eine Mission mit Bill. Nicht ausruhen, Bruder. Nicht ausruhen. Nein. Nee. Ja, fertig auf ausgeruht. Ja. Nice Animation an der Stelle. Weggehen. Bruder. Tritt mir in die Fresse, ich schlachte dich, du scheiß Vieh. Ich mache ein fucking Fleisch aus dir, Pommessoße. Wo sind wir? Beim Sheriff. Dutch hängt beim Sheriff. Achso, ja stimmt. Hier in Rhodes haben wir eine gute Beziehung zum Sheriff. Mal gucken, was wir heute für den Sheriff tun können. Mal gucken, was es heute Interessantes gibt. Of course, oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met, but not been introduced to... Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did. Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man knows another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, ja. Here in Rhodes, we have work enough for honest men. Gut. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Oh, da muss einer brechen. Bitte nicht auf die Veranda. Aufs Maul nicht. I told you we was moving up in this world. Deputies! You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. Oh. Action. There's shine in them woods, though. And it is cost in this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir.
Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Dann wollen wir mal gucken. Oh ne, der labert bestimmt wieder irgendeine Scheißgeschichte. Pretty good. Moin. And your friend is behaving himself? Oh. Bill? Yes. Ja, Bill ist was Besonderes. Learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Vielen Most Dank. Towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you ich did. Ein bisschen was gelernt über die Braithwaites. Family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Okay. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold. Das hör ich auch gerne. These families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Alright. Also warum auch immer bei den Braithwaites? Ich dachte, die gehören nicht zu den... That bad rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? Och, Dutch, Junge. Dutch labert so viel Scheiße, ne? Dutch labert so viel Scheiße. Das ist insane. Die Kutsche da unten sehe ich, ja. You see that wagon? I do. Do you want me to take a look? Hier sind Sachen passiert, ganz klar. Oh, da liegt ein Doden. Der liegt ja aber schon eine Weile. Hier vorne liegt er doch, Bruder. Der macht nichts mehr. Der ist absolut hops genommen. Aber willst du es anscheinend selber sehen, okay? This must have happened recently. Ach, da liegt auch noch ein Toten. Hey, come have a look at this. Also super recently halt auch nicht, ne? Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Mit dem wir auch schon zu tun hatten. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay, we should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass du darauf aufsteigen sollst, Arthur. Dangerous business, the life of a lawman, isn't it? Appears so. I'm just glad we got Archibald here to show us the ropes. Der Dutch, Junge, als Maul. Okay, ich soll wahrscheinlich bei ihm aufsteigen. I guess vorher geht's wahrscheinlich nicht weiter. Okay, Archibald. Taking the reins? I want to have a look at these papers. Natürlich, sure. Kein Problem. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell. Wir geben aber richtig Stoff, ne? Wir geben richtig Jalla, Junge. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army Freestaters without an ounce of respect for the law.
Hey, slow it down a bit. Okay. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. Hier wird's aber nebelig, ey. Schwierig. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. They're right again here. He had a few stories, let me tell you. Und dunkel town preacher and town sheriff. Could drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. Yeah. Anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Now, I was saying, ich hab keinen Bock, that's seven government officials they've murdered this year alone. Here we are. So what was I saying? Oh, musst du weiterreden? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive. Was machen wir? Wir bringen die Leben zurück? Understood? Da sehe ich uns ja gar nicht. Then take this operation down for good. Come on. Können wir die nicht einfach alle umlegen? Boah, Junge, sieht aus wie ein ganz anderes Spiel. Far Cry Wilder Westen. Das vorne rechts ist was. See? Ah, hier See? Sind wir. What did I tell you, boys? What did I say? Ah, fucking no, ich sehe nicht so viel. Okay, wir gucken uns das im Moment nicht an. Ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. Well, the way I see... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Wir gehen links runter. We'll take the left. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. Bewusstlos schlagen, ohne gesehen zu werden. Oh Gott. Was? Benutze die Karte, um nicht von den Schwarzbrennern entdeckt zu werden. Ja, easy. Ich hoffe, es sind keine fucking Crocs drin. Bill macht's wieder super unauffällig. So, der Typ steht hinter dem Baum. Da oben steht der Bill. Kannst, kümmerst du dich um den? Oder machen wir jetzt jeden hier zusammen? Warte, eine Bombe. Eine Bombe gegeben, Digga, und schon ist er hops genommen. Ach, das ist das, was ja, ich würde ihn gerne festnehmen, oder? Ich kann ihn nicht mit dir in der Weg. Achso, du fesselst den. Okay. Okay. Dann mach du mal weiter. Hier auf der anderen Seite vom Teich ist auch einer. Wir bleiben mal undercover hier. Da vorne steht einer. Jetzt bin ich aber nicht sicher. Sind das jetzt also direkt Braithwaite-Leute oder sind das Limoin-Räuber? Nichtsdestotrotz. Da kommt... Ja, ich versuche den gerade hops zu nehmen, aber hier irgendwas ist der größte Baum der Welt, Alter. Alright. Dann wollen wir mal gucken, was der Kumpel für uns zu erzählen hat. Auch schon wieder mitten besoffen, mitten am Saufen, mitten am Tag. Oh, mit der Flasche. Oder ich muss dich mal kurz mitnehmen. Und da haben wir vier neue Häftlinge klargemacht für das amerikanische Justizsystem. Wenn das kein Erfolg ist. Den schnell auf irgendeinen Wagen gebracht oder auf irgendein Pferd drauf geschmissen, I believe. Könnte ich mir vorstellen, ist der Plan. Mal gucken. Da vorne sind sie. Ach, wir nehmen jetzt den Wagen. Okay, wir nehmen den Wagen von den Leuten hier. Den Schwarzbrenner. Über diese ultra heftige Brücke, die so heftig gut gebaut ist. Insane. Weiter, Arthur, Arthur, Arthur. Nicht aufhören. Weiter. Auch einfach dahingelegt, als wenn es Pferde wären. Fische. Einer dabei noch, macht auch keinen Unterschied. Ich denke, das ist es. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Yes, sir. Anyone but him.
Oh, so. Think you're real funny, don't you? Tell me about it. That is the last time I'll mention it, I swear. Ah, true. Da war ja die Sache ganz am Anfang, als wir den Zug überfallen wollten, aber Bill das Ding nicht richtig verkabelt hat. Ist einfach ein Running Gag unter uns. You know how it goes. So, bring das Dynamit an. Das mache ich sehr gerne. Am Schwarzgebrannten aber, ne? Hier, das soll der Schwarzgebrannte. Oder ich laufe es einfach um. Zack. Okay. Aber ich soll doch jetzt nicht auch direkt zünden, oder? Ist das nur diese eine Stelle, die wir hochjagen sollen? Dafür haben wir 8 Dynamitstangen. Ja, dann lass uns mal richtig einen wegjagen. Dann jagen wir jetzt aber richtig einen hoch hier. Boah, jagen wir jetzt einen weg. Der Kessel, der muss auch kaputt. Das ist wichtig, dass der Kessel drauf geht. Der Kessel darf auch nicht bestehen bleiben. Es kann nämlich, die Kessel sind relativ, sofort. Hey, was soll das denn jetzt? Just a second. Ups, jetzt ziehe ich lieber durch. Aber die Explosion will ich trotzdem. Herrlich. Wo seid ihr jetzt hin, Boys? Ja, no shit, bitch. Habe ich noch Dynamit? Ich habe sogar noch Dynamit, okay. Dann können wir jetzt noch ein bisschen was hochjagen bei denen. Dann gehen wir erstmal gucken, wie wir es hier zu tun haben, was die wollen von uns. Das ist cool, okay. Das heißt, wir spielen hier runter. Wir laufen hier runter. Das ist unser neues Gewehr eigentlich schon. Falls das neue Gewehr ist, schießt sich das gut. Arschloch, Digga, er hat eine Kugel verpasst. Der dumme Hund. Kurz das Pferd in den Arsch geschossen noch. Auf Ehre. Ja, ja, Bruder, das ist ja nicht sie, oder? Oh, da sind tatsächlich noch mehr. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, die Boys. Hops genommen. Noch einen Hops genommen. Oh, mit anzünden. Da ist einer. Ich bin gespannt, ob ich das Dynamit behalten darf, wenn ich das nicht verwende. Oh, da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Okay. Die Limoin Kasper Hops genommen. Oh, das gibt jetzt bestimmt Ärger mit dem Sheriff, dass sich viele Leute umgelegt haben, ne? Die heulen bestimmt rum. Ja, ich will gut so ein, zwei Leute ausnehmen. Ich habe schon lange keinen mehr gelootet. Das muss auch mal Platinring. Siehst du, hat sie mich schon gelohnt. Jetzt komme ich, Bill. Wo bist du? Du absoluter Holzkopf. Ich glaube, Bill ist wirklich doof übrigens. Bin a fine upholder of the law. Oh, ich dachte, ich kann vielleicht beim Gehen sauber machen. So far. Who were those hellers? Not sure. Limoin-Räuber. Probably the people they were selling to. Guess we can't ask him now. And I thought I was protective over my liquor. Alt. Ja, Bill, ich habe keinen Bock auf dich zu warten. Du gehst mir zu langsam. Ich renn schon mal vor. Mal gucken, was Dutch und... Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, weil der zu wild ist, einfach machen. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Aha. Sure. Would you like us to... Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But was? I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Wir sind alles Amerikaner. My cousin is Amerikaner. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Come on!
on, you degenerate, no-good, white-trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. Piece of crap. Come on, move We have a life right. on a land so Boy. Stupid, a backwater, so backwards yeah, that true. Even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here! Okay, und direkt der nächste dicke you Crew ride für uns. With me. Okay. Okay, der. Anscheinend möchte uns der gute Dutch noch was erzählen. Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got ich glaube, wir sollen sie nicht übertreiben. Ich glaube, das kann auch schief gehen, du mein guter Freund Dutch. This is sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, wenn du das sagst, Dutch, klar. Why don't I race you back? Easy. Ja, okay. Oh, mich. That's the spirit. Okay. On my word. Ich werde aber nicht die Wege reiten, Dutch, ne? Ach, so ein Ding ist das, du kleiner Hund. Okay. Boss. Jetzt wird sich zeigen, was du wert bist. Ob du was kannst. Rossboss, wenn du dieses Rennen verlierst, kommst du weg. Eiskalt, dann tauschst du dich aus gegen irgendeinen Pony der Breakweight. Wenn du dieses Rennen gewinnst, dann bist du bis auf weiteres safe. Und wir haben in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, Dutch überholt. Das ist sehr gut. Da kommt ein Zug. Wir reiten unten drunter durch. Machen uns jetzt gar keine Gedanken drüber. Versuchen ein bisschen Dutch auf den Weg abzusperren, dass er uns das gut überholen kann. Wir reiten auch einfach einhändig, Alter. Wir reiten hier lang. Lass Dutch mal reiten, wo er möchte. Dürfte ja im Prinzip kein Problem sein. Hier in dieser einsamen Farm vorbei. Oh, mit einem stabilen Sprung. Da machen wir nämlich gut Strecke groß. Ordentlich Strecke gut. So. Hier geht's wieder bergab, während Dutch, der alte Mann, sich auf den ganz normalen Gefilden und Wegen befindet, wie das ein normaler alter Mann einfach machen würde. Ich, mit meiner jungen Spritzigkeit, ja. Und jetzt wissen wir auch wieder, wo wir sind. Reiten einfach hier über den Hof. As if it was nothing, Alter. Nehmen auch den Sprung mit. Oh nein, oh. Der ist fast schief gelaufen, der Sprung. Da gab's eine Waffe. Warum auch immer lag da eine Waffe. Muss man sich vielleicht demnächst auch mal angucken. Da nochmal drüber jumpen. Durch guten Galopp zu reiten, ist mir gerade völlig egal. Ich habe hier was zu gewinnen. Beziehungsweise was zu verlieren. Wir gucken mal eben kurz, dass das Pferd nicht hops geht. Hier, der soll sich einfach diesen goldenen Ring reinknallen. Ach, das war, fuck, das war nicht für das hier so. Easy, Pferdestimulanz. Da kriegt das Pferd eh nichts mehr mit. Das Pferd absolut auf Heroin, auf Crack, auf Koks, am Reiten, am Rennen. Das kann nicht mehr aufhören. Das will auch nicht mehr aufhören. Das will weiter rennen, das will sprinten. Das möchte nie wieder was anderes tun. Und, Rossboss, du hast Glück gehabt. Du darfst weiter Teil dieser Gang bleiben. Teil von Arthur Morgan bleiben. Wir haben Dutch absolut vernichtet, Digga. Absolut vernichtet. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, yeah, nice. Direkt der Front wieder. Time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. You're... I was gonna say you're like a son to me. Das weiß ich schon. But you're more than that. Ja, ja, komm. Lutsch mein Jarak. Lutsch mein Jarak, Digga. Dutch ist auch einer, der so viel Unsinn erzählt. Und in dem Sinne, Freunde, wir sehen uns morgen wieder, 10:30 Uhr. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, guten Abend. Tschüss, was?